So, und da sind wir wieder. Der Tag bricht an. Ich war unterwegs und habe Metall gesammelt in braunen Mengen, wie man sieht. Und die Jungs sind quasi noch zu Hause. Hallo, Jungs. Hallöchen. Hallo. So, und ich komme auch wieder zurück. Yay, der Papa kommt wieder nach Hause. Ich bin mal gespannt, wie lange der Bart werden kann. Also ich lasse meinen wachsen. Ja, ich auch. Ich auch. Oh, das kann... Klar. I don't like that much input. So, ich habe jetzt 2, 4, 6, 8, 910 Metall mit. Not bad. Warum ist denn jetzt auch immer wieder so dunkel? Also bei mir scheint ein bisschen die Sonne. Ich hoffe, ich laufe richtig. Müsste ich eigentlich. Du kommst auf jeden Fall näher. Das ist schön. Das erfreut mein kleines Herz. Warte mal, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, wenn hier kein Dingsbums drin ist. Wenn hinter dem Wasserfall hier keine Höhle ist. Achso, dann kann es sein, dass euch zu mir teleportiert. Ich lasse das mal. Dann laufe ich lieber weiter zu euch. So, mal gucken, ob wir noch so einen lustigen Tripod hier irgendwo... Boah, ist das hell. So einen lustigen Tripod hier am Strand finden. Okay, ohne Spiel ist auch nicht besser. So, ich glaube, hier seid ihr irgendwo, oder wie weit bin ich noch weg? Ja, du kommst jetzt ziemlich schnell an. 800 Meter noch. Oh, da ist ein Spino im Wasser. Ja, mit dir. Habe ich Betäubungspfeile bei? Ja, Tatsache. Na, guck mal einen an. 12 Stück. Damit gewinne ich aber auch keinen Blumentopf. Aber ich musste irgendwie rüberkommen. Gehen wir da lang. Hä, wie bin ich denn vorhin so ends schnell da rüber gekommen? Na egal. Ich glaube, du bist am Strand lang gelaufen, oder? Na, geht ja nicht. Weil wenn ich jetzt am Strand zurück möchte, muss ich erstmal ein ganzes Stück schwimmen. Ich fetze einfach mal hier quer durch die Pampa. Vielleicht finde ich noch irgendwas Interessantes unterwegs. 650 Meter. So, heute wollen wir in eine Höhle. Da rüsten wir uns dann gleich mal für aus. Fleisch ist genug gebraten. Ansonsten Munition. Hoffe ich, das reicht. Dann schauen wir mal, was wir da unten finden. So, dann bin ich mal gespannt. Der Brutzi hat nämlich unser Lager fertig. Mit schöner Leuchten. Ja, ich habe Tine Wittler eingeladen. Die hat sich darum gekümmert. Hat erstmal überall Fäkalien gesehen. Ja, besser wohnen und so. Na gut, der Plan hat also nicht funktioniert. Warum, was wolltest du machen? Ja, hier am Strand wollte ich das Gehege anfangen und dann so langsam so ein bisschen rüber. Aber der kommt mit der Steigung nicht klar. Das kann ich quasi so wieder abweisen. Wir brauchen einfach nur ein kleines Gehege. Na, das reicht eigentlich. Wenn du hier noch einen weiter gehst, da können wir beide T-Rex da rein. Achso. Geht nicht. Verdammt. Ja. Guten Tag. Halt, da will ich hin. Hello again. So, rein damit. Stein.
schön das Zeug hier reingebastelt. So, Holzkohle. So, ich habe noch eine Sarko-Haut mit dabei. Rinder mit. So, ich habe einen Bogen als Ersatz dabei. Eine Pike. Zündpulver kann man mal da reinklatschen. Wer läuft denn hier? T-Rex. So. Sieht soweit ganz gut aus. Hast du mir den jetzt echt aus der Hand gefressen? Der Spino frisst mir aus der Hand. Echt? Ja, ich habe hier ein Fleisch hergezogen und der frisst mir aus der Hand. Der ist ja freundlich. Ja, ne? Finde ich auch. So, kurzer Munitionscheck. Halt, falsche Kiste. Was packen wir rein? Ja, das müsste reichen, hoffe ich. Das hier lassen wir da. Kann ich das reparieren? Könntest du mir nochmal meine Armbrust reparieren? Ja. Er ist nicht selber? Ich glaube, reparieren kann man auch selber, oder? Da muss man nicht dafür den Skill haben. Ja, irre ich da jetzt? Ich glaube, da irrst du. Was brauchen wir denn dafür? Fasern. Ach, der war falsch. Wo ist es denn? Ach, hier. So, ist durch. Danke. So. Ich habe zwei Fackeln. Kann ich die noch reparieren? Nee. Schon ein bisschen Stuff. Ich nehme mal zwei Fackeln mit, das wird hoffe ich reichen. Ich hätte gerne eine Grillfackel, bitte. Eine Grillfackel! Kommt sofort! Nicht! Was fehlt denn da zum Reparieren? Ein Stein. So. Reparieren, was brauche ich hier noch zum Reparieren? Kann nur in der Werkbank repariert werden. Na gut. Deine Armbrust ist übrigens repariert. Danke und hab's auch schon rausgenommen. Hast du schon Danke gesagt? Nochmal Danke hören oder was? Ja. Danke. Kniefall und so. Leder. Jetzt ist die Frage, Brutzi. Ja. Wir haben jetzt über 300 Metallbahnen in der Dings. Kannst du da die schwere Rüstung draus bauen? Was heißt schwere Rüstung? Meinst du die Metallrüstung? Ja. Die Flak-Rüstung. Metallrüstung. Ja. Flak heißt die, glaube ich. Ja, Flak-Handschuhe, genau. Lass mich nochmal kurz rechnen. Ich brauche 53 Barren pro Rüstung. Komplett Rüstung? Ja. Naja, das reicht ja. Dann hau ich rein. Hau rein. Und los. Und schon ist irgendwas nicht mehr genug drin, sehe ich gleich. Ich glaube Leder. Ich glaube Leder haben wir genug. Will mir gerade einer was reinschmeißen? Und bist du gerade da, Shadok? Moment, komme. Geh mir ans Leder. Oh.
Zum Glück schon in der ersten Kiste, ist die Müllkiste. Danke. Schon. Schön. So, dann brauchen wir Fleisch. Alter, was für ein krasses Lager, Alter. So, Leder ist drin. Chitin, was habe ich noch? Stein, Feuerstein. Oh. Jawohl, und Hände hoch. War's nicht. Macht mal kurz einen Munitionscheck. Also 51 Schuss für die Waffe und 126 Armbrust. Okay. Ich habe 69 Pfeile. 32 Narkotika-Pfeile und 34 Schuss für die Pumpgun. Okay, warte mal, dann machen wir hier nochmal 10, da nochmal 6. Rüstung liegt für euch im Werkbank bereit. Thank you. So, Brutzi, schmeißt ihr nochmal 6 Schuss mit in die Kiste? Ja. Die Chitin-Rüstung, die schmeißt jetzt hier hin, der hat keinen Bock mehr drauf. Irgendjemand hat hier Schuhe vergessen. Ich habe noch gar nichts rausgenommen. Ich habe ein paar zu viel gemacht aus Versehen. Achso, okay. Ja. So, lass mal gucken. Ich guck mal gerade nach meinem Essen. Müll. Danke dir, ne? So, was brauchen wir dafür? Für so eine Fackel? Ich glaube Holz, Stroh, Stein, Feuerstein. Ich bin wieder da. Ich hoffe nicht mitessen. Nö. Nö? Doof. Die brauchen noch so ein, zwei Minütchen. Ah ja. Gibt's denn Leckeres? Chicken Nuggets. Alter. Ich gönn mir heute mal. Massephase und sowas. Ja. Ah ja. So, ich habe immer Massephase, ich kenne das. Shadow, hast du die Rüstung schon geholt? Nein. Oh, Shadow, Hallöchen. Da habe ich aber gut geschmiedet. Ja, hast du richtig gut geschmiedet. Vor allen Dingen oben rum. Das sitzt wie angegossen. Oh, Tripod. Wo ist der Junge? Wieso ist denn hier die Wand kaputt? Weil ich modernisiert habe. Achso. Scheiß auf kultiviert und so. Ne? Da braucht ihr schon. Ich habe nur keinen Bock, mich hier dauernd zu ducken. Hier doch nicht, oben ist das. Ja, hier muss ich mich auch ducken. Du. Ja. Okay. Weil ich so breite Oberarme habe. Ah, die musst du quasi schleifen lassen, sagst du? Ja, ja. Ja, machen wir jetzt mal was hier. Ja. Ich hab nervösen hier. Oh. Mein Finger ist schon kabumm. Einen Schuss verschwendet. Oh mein Gott. Das wird dann halt das Genick brechen. Ich hab ja euch. Wer kotzt, wer scheißt denn hier sein ganzen Müll immer wieder rein? Holz und Stimberries. Ist ja nicht so, dass ich ein Lager gebaut habe für den ganzen Scheiß, ne? Für Holz und so. Ich hab noch keine Einweisung bekommen, sorry. So, jetzt nochmal bitte das ganze Holzkohle noch sammeln, bitte. Hab ich gerade. Also aus dem Lagerfeuer ist alles raus. Wo hast du das hin? Da, wo du es mir gesagt hast, ganz links. Jawohl, das ist doch mal schön. Da können wir jetzt einiges an Schwarzpulver machen, falls wir sterben sollten. Wo muss das hin? In den rechten Mörser. Kannst du mir nochmal einfach mal ein paar Pfeile machen? Pfeile kommen sofort. Achso, da brauche ich jetzt. Kann ja auch ein 50er Stack abgeben, wenn du willst. Wie ihr wollt. Mir ist es wurscht, je nachdem, was Shadow sagt. Wie viel hast du denn? 126 normale Pfeile und 71 Narkotik. Ah, ich brauche eh noch Narkotik-Pfeile. Oder habe ich noch welche in der Kiste? Die gebe ich nicht her. Fang mich doch, du Eierloch. Ui! Alter, ich kann von unserer Hütte fast bis zum Lager hüpfen. Geil.
So, einen Ersatzbogen nehme ich mit. Ersatzbogen. Hui! Habt ihr Essen dabei? Yes. Ja. Fisch und Fleisch, je nach Gusto. So. Hör nochmal die Bärchen auf und dann haben wir alles. Oh, was ist denn für Bärchen? Ja, Bärchen halt. Fleisch. Hallo? Mann. Ich muss auf meine Linie achten. Ja. Wo ist er? Da ist er. Warte mal. Hier hast du nochmal. Hier sind nochmal Pfeile. Thank you. Wie viel hast du jetzt? 85. Ja, das reicht. Wow. Bin entbehrlich, ich merke schon. Du bist aber mit der Schrotflinte. Aber ja, bei der. Mann, hallo? Hast du mal auf die Uhr bei dir geguckt? Ich wollte gerade mal fragen, wen habt ihr vorhin im Meer zurückgelassen? Wen habt ihr bei der ersten Tour sterben lassen? Ja, weil er zu doof war, sich zu verteidigen. Wie hat er gesagt. Hat er gesagt. Hui. Oh. Ja, ich sag mal, kann ein bisschen rüberspringen, das ist mega lustig. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich hätte ich da so eine Einflugschleise ins Lager machen müssen, ja, dass man immer nur rüberkommt, so, wo man... Nee, nur gut. Oh. Traue ich mich vom Dach zu springen? Nein, der kommt ja gar nicht hoch, verdammt. Oh, das muss ich noch machen. Treppe auf dem aufs Dach. So. Shadhawk, da sind nochmal 7 Schuss Schrotflintenmunition drin. Ich komme! Uhu. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir müssen da rüber. Es wird auch ein Weg werden. Wer hat denn den Futtertrog eigentlich nicht gefüllt? Ich habe ihn erstmal nur hingestellt. Was soll ich denn da reinmachen? Fleisch oder? Ja. Fleisch und Beeren. Genau. Das könnt ihr sich dann alle hier teilen. Das haben die. Mehr als genug haben die das hier. Guck mal gerade, ob noch unsere Haie noch zu fressen haben. Soll ich gebratenes Fleisch reinmachen oder? Nee, normales. Einfach das von den Jungs hier. Ja, Fisch haben sie noch genug, das geht. Ach, das reicht noch, das reicht. Nee, warte. Okay, ja, mach ich. Pop. Da schmeiß ich einen Fisch rein. Pop. So, Kumpel, du musst dann aber auch darüber. Ich bin zu schwer. Kann mal einer den Raptor bitte da wegparken? Näher zum Futtertrog. Haben die nicht normalerweise irgendwie ein Zeichen drüber, wenn die das essen? Ja, der Raptor hat auch ein Zeichen drüber. Okay, dann sehe ich das nicht. Das ist ganz dezent. So eine Futterdruckabbildung, wenn man so will. Boah, du bist aber auch Hardgas unterwegs. Das ist Slow-Mo-Effekt. Ist, weil ich ein neuer Apple iPhone habe. Alter, wie geil. Guck das an, ey. Ba-ba-ba-ba-da-da. Kannst du da mal geile Musik drunter legen? Ba-ba-ba-ba-da-da-da-da. Also, ist hier soweit? Halt, ich nehme noch ein bisschen Fleisch mit. Ja! Ich sehe schon, wir kommen an und du hast keine Munition mehr. Das Gefühl habe ich leider auch, ja. Ich habe noch 56? Nein, das ist falsch. Doch 56, das ist korrekt. Gehen wir zu Fuß oder was? Oder wie jetzt? Ja. Och, Mann. Aber dann unser Tierchen. Versteh's nicht. T-Rex, Spino. Für Bossfight? Ach was. Das war aber so klar. So, ne, da heißt man so Overlord. Ja, los. So. Wir müssen da rüber. Los. Auf geht die tolle Reise. In der Höhle. Muss Pipi, können wir kurz anhalten? Nee. Mach sie im Wasser. Oh nee. Was siehst du? Fisch sterben. Auf einmal schwimmen alle oben so blub, blub, blub. Brutzi, achte auf deine Ausdauer. Ja. Easy. Easy going. So, ich denke mal, heute finden wir noch den Eingang und in der nächsten Folge raiden wir das Ding. Raider. Piranha? Ich mache die so. Bitch! Don't fuck with me. Was los? Achso, der kämpft noch immer gegen das Ding. Ja, bin da nochmal hinterhergerannt. Hui. So ja wohl nicht. Das sieht so unnatürlich aus. Ich hole dich auch noch ein.
Kroko. Kroko fand. Der kommt uns am Land hinten nicht hinterher. Ich bin ein Krokodil mit dem Krokodil. Krokodil. Damit Krokodil. Jetzt heiß. Ich soll einen kühleren Ort aufsuchen. Kalt, heiß. Ich glaube, mein Charakter hat Wechseljahre. Nee, das ist, wenn es stellenweise kalt ist. Kennt man ja vom Wetterbericht. Stellenweise Niederschlag und sowas. Bevor wir jetzt weitergehen, habt ihr Material dabei, dass wir uns notfalls ein Lagerfeuer machen können? Nein. Ja, dann sammeln wir uns schnell noch ein bisschen Minimalmaterial. Feuer eigentlich auch wieder so viel. So, alles klar. Wo ist der Boss? Da hinten. So, ich schmeiß die Bärchen weg. Oh, ich habe aber 4 Holz dabei. So, goodie. Kartencheck. Und los. Okay, Wasser sieht gut aus. Bei Shadhawk schleicht sich so eine gelbe Wolke mit rum. Oh, schnell rein da in den Dunst. Nächstes Mal kann ich auch ein bisschen was Rotes rauspressen. Nur für dich. Bläh. Ach, das ist wieder ekelhaft. Ah, okay, ja. Verstehe. Das geht so. War das eine Unterwasserhöhle? Weißt du das? Steht nicht da. Okay. Steht nur Höhlen rein kann. Und laut den Koordinationen eigentlich nicht. Da Kampfmusik war. Au, voll gegen Baum gehüpft. Darum hast du Kampfmusik. Nee, das ist, glaube ich, eine Unterwasserhöhle, so wie das aussieht. Oh oh. So, was machen wir jetzt, wenn es da drin schweinekalt ist? In der Unterwasserhöhle? Hm. Alle 5 Meter Lagerfeuer bauen? Okay, ihr seid da. Eine Fackel anzünden. So, hier müsst ihr irgendwo reingehen. Kann einer was sehen? Oh. Nee, hier schon mal nicht. Dann vielleicht ein Stück weiter draußen. Hm. Ja, Ludik. Nee, da ist zu dunkel. Oh, wer schreibt denn? Ich bin am Schwimmen. Nee, aber da geht's nirgendwo tief nach unten. Hm. Dass wir dann dort noch wieder rausschwimmen müssen und dann durch einen langen Tunnel bis zur Höhle. Ich hoffe mal nicht. Laut Koordinaten müsste das doch hier irgendwo sein. 80, 53, ne? 80, 53. Ja. Vielleicht ist er auch oben. Kann ja auch sein. Wo dödelt ihr gerade rum? Ich stehe hier auf dem Stein. Aber da komme ich nicht hoch. Also wenn, dann müssen wir doch auf jeden Fall ein Stückchen höher, ne? Denke ich mal. So, hoch weiter. Weil hier unter Wasser entdecke ich mal nüscht. Schon einfach mal hoch. Gucken, was passiert. Wer den Eingang hat, einfach reingehen. Wir waren ja dann zusammen teleportiert, denke ich. Ich glaube, da wird man wieder raus teleportiert, weil du draußen bist. Achso. Glaube ich, weiß es nicht. Da außen irgendwo ein. So, ich suche gerade, ob ich irgendwo einen Aufgang finde. Ich gucke gerade schon am Land. Weil ich werde dabei nicht sterben. Durchaus passieren könnte. Ich bin auf jeden Fall irgendwo hinter dir.
Bin bei dir. Mal ein Stückchen weiter. Ah, oh, okay. Oh, irgendwas schreit. Ja. Okay. Oviraptor. Erviraptor. Alles so felsig aus, da könnte man eine Höhle sein, aber warum ist da keine? Oh, ich glaube, ich hab's. Komm zu dir, wir kommen zu dir. Oder geh einfach rein, dann werden wir ja zu dir gezogen. Ach, die ja, ist ein Eingang. Ich geh rein. Bitte, weil dann werden wir hier. Ja. Jo. Hallo. 1, 2, hallo. 1, 2, hallo. Gottle. Waffen oder nicht Waffen? Ich nehme Waffen. Ja. Geh vor, ich hab die Pumpgun. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun. Oh, was ist das denn? Schnubbel, ne? Kann man das abbauen? Kristalle. Haben wir aber, glaube ich, noch genug, ne? Nice, oh ja, einen ganzen Arschfeuer auf jeden Fall. So. Zur Not nehmen wir auf dem Rückweg was mit. Irgendwelche komischen Pilze, ich habe keine Ahnung, ob die giftig sind oder nicht. Sammeln wir einfach mal ein. Kein Viech in Sicht. Oh, hier ist tief runter, Vorsicht. Okay, kann man nicht sammeln. Ade. Oh. Also links lang ging nicht, rechts lang bei den Pilzen, das wäre doof. Allen. Nein. Links geht ein Weg, rechts geht ein Weg. Na, wir müssen links lang. Brutzi da. Ich hab Angst. Brutzi dürfen wir eigentlich nicht sehen, der Scharfschütze. Ja, ihr seht mich ja nicht, ihr guckt ja nach vorne. Ah, stimmt. Oh, Alter! Meine Augen! Ich hol mal eine Fackel raus. Oh, Fledermäuse. Seht ihr das auch? Fledermaus? Nee, was ist das denn? Hä? Nee. Das ist so komisch bewegt, siehst du das? Ja. Oh! Uah! Das sind so vier. So, erste kaputt. Beide kaputt. Netto Mio, Alter. Oh, verdammt! Was wenn wir die gezähmt hätten, die kann man reiten und die kann an Wände lang krabbeln. Ah. Ja, wissen wir fürs nächste Mal. Genau. Alter, Inventar was ist denn das für ein krasses Sachen im Inventar. Ist ja lustig. So, es geht jetzt links und rechts den Weg lang. Ich weiß nicht, wo lang. Ich schau mal rechts. Ist das giftige Zeug giftig? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Oh, Spinne. Oh, Spinne. Jo. Okay, Spinne ist tot. Noch eine tot. Jo. Was ist das dahinter? Eine Schlange? Ne, was ist das denn? Tausendfüßler? Irgendwas. Es ist auf jeden Fall weggekrochen. Ja, das ist ein Tausendfüßler, ja. Kommt. Wie denn das Viech aus? Tor. Uah. Auch auf die Wände aufpassen. Ich mach mal Licht. Genau reingeguckt. Alter, oh, Skorpion vor uns mit Rücken. Noch hat er uns nicht entdeckt. Jetzt hat er uns, glaube ich, ja. Kaputt. Munition sparen. Ja, müsste ich wählen. Nur noch 37. 46. Und schalte ich auf Armbrust um. Spinne. Oh, was denn? Oh, da ist ein. Oh, mehrere Spinnen. Ich bin benetzt, warum auch immer. So, Netz ist weg. Was passiert denn, wenn man die auseinander nimmt? Chitin! Hui! Schön! Danke! Und was wolltest du sagen, da ist ein? Eine Spinne. Und da habe ich dann hinter doch, dir... Da liegt doch eine Schlange, oder? Da liegen doch Schlangen. Da liegt eine Richtung Grün. Ja. Zwei Stück müssen es sein. Ja, hat er recht. Drei sogar. Ballett wird, ne? Da kommt noch einmal zwei Schlangen, jo. Eine tot. Ja, aber unser Sniper macht das. Alter. Noch eine. Da kommt noch eine Schlange. Ja. Danke. Da kommt noch ein Skop. Spinne. Zwei Spinnen, drei Spinnen. Fünf Spinnen, keine Ahnung. So, ein einziger Schuss durch den Motorblock. Oh, ich
gehe mal gucken, was hier unten so los ist. Ja, geh mal alleine gucken. Mach das mal, sag uns, wie es war. Ich könnte jetzt auch runter ins Wasser springen. Hm. Rezept Focaccia-Chili. Hm, nehme ich mal mit. Focaccia? Focaccia. Oh, da hinten geht's aber auch weiter, ne? So. Ach, da kam ja der Chat, okay, jetzt. Ja. Da kann man zwar runter, aber da kommt man nicht mehr weg. Lock die Schlange an. So, aber hier bei dem Ding, da müsste... Ach, hier ist die Kiste. Was ist das für eine Kiste? Geil. Explorer Notes. Kann ich da auch? Jo, kann jeder. Ah, hallo? Caprosuchus. So, hier unten geht's weiter. Ihr müsst echt auch an den Wänden gucken, weil hinter Putzi, ich habe da gerade noch so die blöden Spinnenbeine dahinter rumwuseln sehen. Wow, was war das für ein Blitz? Keine Ahnung. Oh, und ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Oh. Ja, dann erkunden wir den Rest das nächste Mal, ne? Bis dann. Tschüss.